Ja, und willkommen zurück bei Ark. Wir sind noch fleißig am Bauen, beziehungsweise ich immer noch am Rumprobieren. Ich hoffe jetzt durch ein... Ist gut. Da draußen gehen Sachen ab. Durch ein wenig Rumgeschaue, Rumgeschreibsel selber noch, denn ich will das so, wie ich das will. Wird das funktionieren? Ich habe mir ein, zwei Videos angeguckt. Da sind die Boote aber meistens genau so, wie ich es eben halt nicht möchte. Das ist mein Problem. Ich hätte das eben halt gerne so, wie ich das haben will. Es soll sich ja auch lohnen. Hallo? Oh, das war ein Lag. Noch ein bisschen Fiber. Ich möchte eigentlich keinen Kompromiss eingehen. Das ist mein Problem gerade. Jetzt habe ich mir nochmal Stift und Papier in die Hand genommen. Achso, uns ist kalt. Ja, das macht nichts. In der Hoffnung, es jetzt ein wenig hinzukriegen. Wir werden natürlich noch rumprobieren. Also, da es nun mal das Hausboot nicht so gibt, wie ich das haben will, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich kann es nur hoffen, dass es klappen wird. So. Inventar war schon gar nicht so verkehrt. Wir brauchen noch mal Plattformen. Das waren die? Genau. Healings waren das? Aber haben wir nicht noch Healings? Hatten wir nicht noch Healings? Hatten wir nicht noch Healings? Oder was waren das? Ne, das waren diese anderen Rampen, ne? Ja, einmal kurz Pause gemacht. Und das war wirklich nur kurz. Das waren 5 Minuten. Genau, das sind Roofs. Die wollen wir nicht. Roof, Roof. Wir lassen die Tür jetzt erstmal auf. Wir sind ja eh hier. Nein, nicht fahren. Wir wollen bauen. So, ich baue mal 2 davon. Eine Wand hätte ich gerne. Wir nehmen mal die. So, jetzt haben wir mal ein paar Items hier gecraftet. Genau so hätten wir das gerne. Warum das manchmal ein bisschen länger dauert, ist, weil ich ja übers Mikrofon hinwegschauen muss. Entweder nach links oder nach rechts, wegen dem Popschutz. Also nehmt mir das nicht ganz so übel. Wenn das dann doch mal länger dauert, wenn ich schauen muss. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich sehe nämlich gar nichts. Ja, scheint so. Genau, Wand. Jetzt hätte ich gerne... Die... Hier. Und zwar doch von... Nein. Ja. Das hat eigentlich nur einen kosmetischen Effekt, was ich hier vorhabe. So. Und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Jawohl. Also man sieht nachher rein theoretisch nur noch das da. Also das würde funktionieren. So, jetzt will ich aber noch... Ich probiere das extra jetzt auf einer Seite immer nur alles aus. Schauen. Genau, das geht da Tatsache ganz durch. Wir hätten den Vorteil eben halt, wenn wir das an ein, zwei Seiten machen, dass wir hier wirklich so dann auch rausgehen könnten. Weil das mit der Höhe gefällt mir natürlich noch nicht. Ob wir das alles einen höher setzen könnten. Jetzt
Machen wir mal einfach nur die obere Plattform erstmal platt. Schauen, ob wir... wieder... da eine rankriegen. Und das geht nicht mehr. Nein, wir sind zu weit draußen. Hier ist leider Schluss. Schade. Okay, das würde nicht funktionieren. Wir bauen noch einen so, weil ich noch was ausprobieren will. Und sonst gebe ich mich eben halt damit zufrieden. Nein, das ginge nämlich auch schon nicht mehr. Also muss es Tatsache... ja, muss es so gehen, denn ich habe nach dahin auch noch was vor. Lass das erstmal so. Was baut denn der Beknacktes da? Ja, wartet doch erstmal ab. Genau, jetzt geht das noch. Sehr gut. Wir kommen hier rauf. Okay. Dann können wir doch mal... schauen, was wir... okay, wir haben ein bisschen Holz verbraten, ist normal. Aber wir haben es jetzt so weit. Ja, wir lassen einfach... nehmen wir mal Fensterwände. Wir verbrauchen ein wenig weniger Holz dafür. Ist zwar nicht so viel. Aber immerhin. So, wir craften ein paar vor. Ja, 6 brauchen wir Minimum. So, und ich glaube, die Dinger genau waren hier Walkway. Ja. Für die Fenster. Ne, die sind für die Fenster. Oder wie? Eine von beiden. So, jetzt haben wir davon ein paar. Jetzt holen wir uns Holz wieder rein. Wir machen hiervon mal... ja, erstmal 4. Wir machen Stück für Stück. So, dann können wir erstmal ein bisschen bauen. Loslassen hier. Jawohl. Okay. So. Jetzt kloppen wir mal hier unsere Wände ran. Die hier könnten wir eigentlich noch wegnehmen. Genau.
Machen wir hier so eine kleine Fläche, denn ihr werdet noch sehen, was dabei rumkommt. Jetzt brauchen wir davon welche. Nein, jetzt mach doch. Verdammt nochmal. Genau. Ach, uns ist das Material wieder leer ausgegangen. Dann gehen wir rüber. Was fehlt denn? Ich denke mal Holz. Oh, nee, Setch fehlt. Dann nehmen wir doch nochmal ein wenig mit. Wie viele können wir jetzt craften? Wir schauen mal eben. Okay, das sind nur zwei, die craften wir eben. Dann fehlt uns nämlich das Holz wieder. Und deswegen wollte ich es nur aus Holz bauen, weil man hätte es auch natürlich komplett aus Stein bauen können, aber ja, wir haben ja eh ein Steinproblem. Und hätten dann noch ein viel größeres. Ja, wir können davon auch 5 noch auf jeden Fall craften. Ein paar brauchen wir noch. Tja, wir werden natürlich auch nochmal los müssen, nochmal Holz holen müssen. Wie ihr seht, das geht ratzfatz weg. Aber das ist leider normal. Gerade wenn man nicht vorher rumprobiert wie ein Verrückter. Also ich hätte natürlich auch offscreen einiges ausprobieren können erstmal. Aber nein, ich wollte, dass ihr schon dabei seid. Und dass wir das gemeinsam machen. Wir kriegen das noch hin, wir kriegen das noch hin. Na, da war er doch. Da ist er doch. So, hier wird das jetzt interessant. Denn jetzt können wir die hier nicht mehr hinsetzen. Aber hier können wir wieder eine hinsetzen. Dann schauen wir doch mal, was wir da nachher gleich machen. Hier werden wir uns irgendwas einfallen lassen. Und wenn wir da einen Schrank einfach vorstellen oder so. Mal schauen. Schrank wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Die stehen nämlich leicht über, deswegen gehen die da nicht rein. Hier auch nicht, ne? Nein. Okay, aber das werden wir noch hinbekommen. So, das ist die erste Seite. Dann kümmern wir uns mal um die andere Seite. Ich hätte mal die Wände behalten sollen. Dann hätten wir mal zwei auf der Seite schon gehabt. Denn uns fehlt das Fiber. Uns fehlt das Fiber. Aber davon haben wir noch genug. Jawohl. Wir haben immer noch ziemlich viel Gewicht bei uns, sehe ich gerade. Das sind bestimmt die hier. Die so viel wiegen. So, wir bauen erstmal ein paar wieder. Komplett die Reihe. Oh. Und da brauchen wir noch ein. Jawohl.
Nein, nicht jawohl. Kirby, das war alles falsch. Verdammt. Aber komplett. Warum? Ich hab die blöden Ceilings vergessen. Komplett umsonst die Wände gebaut. Das war schmerzhaft, aber selber schuld. Na gut. Ach ja, so kann man natürlich auch den Holzvorrat ganz schnell verkleinern. Oh Mann, ey. Das lief gerade so geschmeidig. Und dann das. Jetzt war ich in der Aufnahmepause auch gar nicht, oder in der Mini-Pause auch gar nicht los, um... das Boil-Meat zu holen. Also muss ich es in der nächsten machen. Ich wollte eben halt ganz schnell wieder auf die Aufnahmetaste drücken, damit es weitergeht. Weil hier hinten hätten wir das nämlich auch noch machen können, sehe ich gerade. Den nehmen wir auch nochmal weg. Wir brauchen Holz. Was denn auch sonst? Wir brauchen Holz. Oh, ich habe hier noch die Fackel angelassen. Ich mache die mal aus. Solange wir das nicht brauchen, muss das auch nicht sein. Ist nur Verschwendung. Nein, so viele brauchen wir nicht. Wir können dabei auch laufen, das geht gerade eben. Jawohl. Oh Mann, ich hoffe, dass das alles noch so gelingt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das nicht nachher eine reinste Katastrophe wird. Oder eher für die Tonne oder so. So, hier können wir jetzt doch noch eine Wand hinsetzen. Na gut, dann machen wir das jetzt auf der Seite komplett. Also so weit wie natürlich das Material das noch hergibt. Ja, da verließen sie ihn schon wieder. Wer weiß, was fehlt. Wir schauen gleich. Natürlich das Holz. Jawohl. Ja, dann geht das gleich wieder los auf großer Holzfarm. Aber es wird. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß zwar dann nicht, ob das genau so wird natürlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das schon mal gar nicht mehr da. Ach, wir haben irgendwas noch nicht. Sind wir schon leider von ab. Aber ich bin noch guter Dinge. Fiber und Setch fehlen. Achso, nee, Fiber hat gar nicht gefehlt, nur Setch. Naja, ist ja jetzt auch egal. Nehmen wir einfach mit. So.
noch eine Wand. Dann haben wir das auch. Dann natürlich identisch. Na, ein noch? Jawohl. Ein noch geht noch. Und dann Level up. Ja, das klappt schon wunderbar. Ich bin ja mal gespannt nachher. So, können wir die Seite noch zubauen? Immer noch der Hai. Er kann uns nur nicht gefährlich werden. Hier vorne ist ein Rift. Rift, genau. Das Rift und er kommt da nicht hoch. Wir können ja mal schauen, welches Level er hat. Wenn wir ihn denn... Da war er. Level 12. Also... Wenn man Wasserdino hätte, nicht schlecht. Um ihn zumindest den Kopf kürzer zu machen. So, wir haben kein Holz mehr, wir müssen Holz fahren. Ich leg mal die Sachen raus. Und dann machen wir mal wieder zwei Türchen. Türchen, Touren. Wir werden noch mehr brauchen, also wir sind noch lange nicht fertig, keine Sorge. So, wir können doch stimmt unseren Punkt vergeben. Und zwar hätte ich den dann doch gerne noch hier drin. Ach so, wir sind Level 60, ne? Nice, wir können jetzt alle Airdrops öffnen, auch die roten. Denn das war der letzte, der uns fehlte. So, wir schauen mal hier unten, was so neu dazugekommen ist. Ach so, wir können das Etagenbett jetzt. Hier, Spray Paint. Der ist gut. Brauchen wir. Racks können wir dann auch jetzt endlich. Ein bisschen zur Verteidigung. Rock Raketenwerfer. Okay. Ach so, hier ist es ja jetzt ganz merkwürdig. Das ist ab 65 alles und hier ist noch ein 60er zwischen gewesen. Okay. Betäubungspfeile, die brauchen wir unbedingt. Aber erst ab 65, schade. C4, boah, was wir jetzt alles wieder dazugekriegt haben. Na klar, manches sind auch nur Verbesserungen im Gegensatz zu vorher, weil man es eben halt nur aus Holz oder Stein bauen konnte. Folgt uns. Okay, sieht schon ganz interessant aus, was wir da hinbauen. Folgen. Und hier wollen wir rein. Ohne Holz ist nämlich nichts los bei uns. Ja, nice. Dann sind wir schon Level 60. Dann können wir ja mittlerweile echt endlich alle Airdrops öffnen. Bin ja mal gespannt, was denn in den roten drin ist. Also, wenn wir einen sehen, düsen wir hin. Aber natürlich nur mit Apex und nur, wenn er sicher ist. Denn auch da drin musste ich leider schon zu oft Bekanntschaft machen damit, dass es dann doch in die Hose ging. Es sah dann ziemlich sicher aus, bis gelandet und ja, dann kam irgendwas aus den Büschen und tötete dich. Und momentan haben wir nicht so viel, was von der Rüstung betrifft, aber das kommt ja noch alles jetzt. Das wird noch
um einiges angenehmer jetzt werden, wenn wir dann endlich das Schiff fertig haben, wir losreisen können, wir Eisen farmen können, da wir unsere mobile Basis dann dabei haben. Vor allen Dingen schaffen wir auch einiges mehr weg dann. Darauf habe ich es eigentlich nur abgesehen. Denn normalerweise könnten wir das Schiff dann natürlich auch zum Steinefarmen benutzen. Indem wir einfach die ganze Zeit das immer mit am Meer haben und da immer abladen können. Also im Mittelpunkt und dann laden wir damit immer ab. Und müssen mit den ganzen Dinos gar nicht erst nach Hause laufen. Hat natürlich auch wieder einiges an Vorteile dann. Es ist also somit gar nicht verkehrt, was ich mir da gedacht habe. Wir werden unseren Spaß damit haben. Und das ist die Hauptsache. Hauptsache, wir haben unsere Freude. Okay, da hinten ist ein nur so ein kleiner. Da brauche ich jetzt keine Sorge. Ich wollte eher wissen, was da hochgeflogen ist. Weil so ein Arch und Tavis, die haben immer viel Power. Ja, Problem ist gerade, der Spawn dauert. Wie ihr seht, mit den Bäumen. Oh, jetzt haben wir den getroffen. Das wollte ich nicht. Wir gehen schon. Ich weiß nämlich nicht, welches Level das ist. Ah, scheiße. Okay, wir gehen nicht. Nein! Ah, das ist das Problem. Jetzt stirb! Ah, 72. Boah, Kirby, ey. Kirby, sag ich schon. Bex, du hast voll eins draufgekriegt. Wie sieht's aus? Ah, es geht noch. Okay, gibt zu wenig. Oh Mann, und du, Ellie? Na gut, du hättest ein bisschen mehr Damage machen können. Mädchen, dafür haben wir dich mit. Ja, beim nächsten Mal sind wir vorsichtiger. Haben wir Macho-Bären? Haben wir Macho-Bären? Oh ja, haben wir. Pass auf, die geben wir mal Bex, denn ich hoffe, das hilft ihm ein wenig, wenn er fressen kann. Und auch noch die Lieblingsbären. Okay, ja, langsam müssen wir mit dem Farm wohl den anderen Strand runtergehen. Wie es aussieht. Aber auch da wird es nicht ruhiger sein. Das Problem ist eben halt, es ist nicht mehr ganz so ruhig. Auf dem Server. So, wir können erstmal ausladen. Dadurch muss ich dann auch immer selber abwägen. Na, ist die Richtung jetzt okay, die wir laufen? Sonst passiert nämlich sowas und wenn die voll beladen sind, dann haben wir ein Problem, wenn die sterben. Erstmal wäre es mega. Zum Kotzen, wenn einer von denen drauf geht. So, wir hauen mal die Bären noch mit bei Bex rein. Wir gehen gleich einfach mal kurz an die Together Base und holen das Spoil Meat raus. Ja, pass auf. Du kriegst ein wenig mehr. Dann schauen wir mal, ob wir dich stehen lassen können. Wir können dich so gut wie stehen lassen eigentlich. Na,
Dann fahren wir noch ein paar hier ab. So. Dann wollen wir doch noch mal. Hier kurz anhalten, denn wir haben so viel Narkotik. Das wäre eine Schande. Ja, und wir haben so viele Lecks. Ist auch eine Schande. So, rein da. Zur Not in den Kühlschrank. Kann ich jedem nur raten. Ach so. Hier geblieben. Wir kommen gleich wieder. Können wir mal gucken. Fleischvorrat ist nämlich gegen null. Und das ist alles gespoilt. Ich weiß nicht, habt ihr hier noch Spoil-Zeug in euch? Oh. Viech! Lass das. Nein. Natürlich alles wieder rausgenommen. Achso, genau, hier. Haben wir jetzt Tauschbörse für Blueprints. Ne, falls jemand was braucht. Hier packen wir mal unsere zig und doppel- und dreifachen rein. Wie ihr seht, vorher kommt natürlich immer ein Exemplar in den Tisch. So, jetzt kloppen wir das hier einfach rein. Genau, und wenn wer was braucht oder die es noch nicht hat, darf er sich das gerne rausnehmen. Das wären umso einige. Gut, die XP, darauf verzichten wir jetzt. Ich weiß nicht, ob wir die XP kriegen, wenn wir hier hinten stehen oder noch in der Nähe sind. Oder dafür in der Nähe sein müssen. Wir müssten eigentlich hier bleiben. So, bleibt mal hier. Weil wir noch Narkotiks für 17 weitere drin haben. Und ich habe keine Lust, dass uns die Narkotiks weggammeln. Hört nämlich auf, wenn wir... Nee, doch nicht. Da unten ist es noch mit drinnen. Kann ich denn die nächsten anklicken einfach? Ja, hat auch geklappt. Ja gut. Dann können wir ja weiter, denn wir brauchen noch Holz. Mitkommen, mitkommen. Rauf da. So, dann wollen wir doch mal hinaus. In die andere Richtung, wo es noch einiges an Bäume gibt. So, ich hoffe nur, dass hier keine Raptoren und Co. sind. Du kommst da nicht durch. Denn ich sehe, es ist... Hat natürlich Vorteile beim Tame oder Co., wenn man selber auf Saurierjagd ist, wenn sie höher sind. Das ist klar. Aber wenn du dann mit solchen niedrigen wie denen hier unterwegs bist, und du triffst andauernd auf so hohes, dann hast du auch irgendwann keine Lust mehr, weil du echt Sorge haben musst, dass hier die Viecher wegsterben. So, aber wir müssen hier hin, wir brauchen Holz. Der Respawn bei uns da hinten dauert leider noch. Ich hoffe, es spawnt bald nach, endlich. Ein bisschen was war ja schon, aber noch eindeutig zu wenig. Und wir haben einfach einen hohen Bedarf. Punkt. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Ich würde die da vorne gerne mitnehmen, aber ich habe keine Lust, dass wir den Bronto treffen. Denn der Langholz macht uns Platz.
Dafür ist Ellie leider auch zu schwach. Die muss leider auch irgendwann mal ausgewechselt werden. Ich glaube, nur Money und Bex werden bleiben. Tommy ist leider zu leichtes Opfer. Der ist zu klein. Der muss auch getauscht werden. Und Money wäre eben halt so einer noch zum Puggeln, wenn man den auf dem Schiff mitnimmt. Weil, soweit wie ich glaube gelesen zu haben, Tiere, die auf dem Floß sind, denen ihr Gewicht zählt nicht. Oh, wir sind voll. Also ich will da jetzt nichts Falsches in den Raum stellen, aber irgendwas so in der Art hatte ich gelesen. So, wir nehmen nochmal ein wenig Holz raus. Ich weiß nicht, wie viel Bags noch. Also, du kannst nämlich auch nicht mehr so viel tragen. Und dann kriegt Ellie noch ein wenig verpasst. So, das hat zu reichen. Und wenn sie nur die ganzen Bären kriegt. Wir schauen mal, was schwerer ist. Holz 50. Okay, sie kriegt die Bären. Und auch ein wenig Holz. Ich hoffe, das geht einfach rein. Dann könnten wir nämlich dann noch ein wenig was mitnehmen. Oh, yeah. Das ist schon zu heftig. Das muss raus. Dann geht aber noch das, oder? Ja, komm, das schaffst du. Money, 2 musst du leider schon kriegen. So, und hier wäre jetzt unser Floß perfekt. Hier einfach irgendwo am Wasser stehend, alles raufladen und weiter geht's. Genau so stelle ich mir das vor. Dann haben wir gar nicht mehr dieses Problem, auch mit dem Zurücklaufen. Der Weg ist ja jetzt nicht so kurz. Wäre alles optimal dann. Aber kommt ja noch. Kommt ja. Wir sind ja gut dabei. Das dürfen wir nicht vergessen. Mit jedem Baum kommen wir unserem Ziel näher. Okay, das war ein Dodo. Das ist egal. Dann holen wir uns hier hinten noch das Holz. Und dann hoffen wir einfach mal, dass bei uns das gleich respawnt. Dann können wir nämlich da noch eine Tour machen. Und dann können wir auch erstmal wieder bauen. Na, treffen wir überhaupt noch Bäume? Ja, doch. Ich dachte schon, die Kamera steht so blöde, dass das nichts wird. So, ich will Money nicht zu voll knallen, damit wir dann noch mit Geschwindigkeit nach Hause kommen. Stellen die gleich mal ab. Dann machen wir das Tor wieder zu. Damit wir nicht unnötigen Besuch hier reinlassen. So. Und wir laufen nach Hause. Ein blauer Airdrop, da sind auch immer nützliche Sachen eigentlich drin. Ja, ein bisschen was spawnt. Wir basteln gleich ein bisschen rum wieder und dann der Respawn perfekt für uns. Ja, mal schauen, ob wir gleich uns den blauen Airdrop schnell holen.
Okay, wo ist Bex? Da kommt er. Ja, genau. Ich pfeife hier hinten und er hört das. Na gut, wir holen ihn gleich. Wir fliegen einmal fix rüber. Dafür haben wir unseren Apex. So. Na gut, diesmal hat er sich nicht gelohnt. Geht in die Tauschbörse. Haben wir einmal. Ich glaube, da braucht er auch noch nicht mehr rein. Wenn man das immer so, dass drei Stück reinkommen, der Rest wird weggeschmissen. So, folgst du uns jetzt? Geht doch. Einen roten hätten wir ja gerne. So, jetzt müssen wir eben warten, damit wir ihn gleich wieder abkommandieren. So, wir hätten gerne das Holz. Wir arbeiten jetzt gleich von hier aus. Ich weiß nicht, ja gut, Fiber müssen wir da nochmal schnell holen. Wir schmeißen die eben hier rein. Ne, wir gehen erst Fiber holen. Sonst kommen wir da nicht mit dem Laufen wieder hin und dann rein. Und wir sind eh am Bauen. Warum immer alles reinschleppen? Erst ist das Blödsinn. So. Dann darfst du uns jetzt nochmal ein wenig Holz reichen. Noch einmal Setch und wir gehen bauen. So, das hat schon mal geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Rauf kommen wir somit immer noch. Okay, dies ist zu. So, die letzte Wand. Ich muss mir eben halt was für die Ecken noch einfallen lassen. Für hier, da schauen wir nochmal, wie wir das zukriegen einigermaßen. Aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. So. Jetzt wollen wir hier so ein bisschen. Jetzt machen wir die erste Ebene zu. Was fehlt uns? Uns fehlt Holz. Ne, ist gar nicht mal so verkehrt, wenn die Seiten offen sind. Wir kommen dadurch raus. Viel einfacher. Aber dann bitte nur hinten. Also vorne möchte ich dann zu haben. Nein. Denen sind es auch mehr geworden, ne? Die hier sich rumtreiben. Wir könnten das auch. Moment. Gleich so craften. Wir brauchen nämlich noch einige davon. Natürlich gleich das Holz. Nein. Ach, schon wieder leer? Schon wieder leer. Verdammt. Das Holz geht eindeutig zu schnell weg. Manni, hast du noch welches? Nee, ne?
Na gut. Ein bisschen Satch brauchen wir noch. Satch haben wir aber nur bei Money drin gelassen. Also ist natürlich bei uns drin. Denn so viel ist das leider auch nicht mehr. Wir schauen mal, dass wir das gecraftet kriegen hier und dann... Das sind nämlich auch nur 5. Dann gehen wir kurz rein, holen Satch nochmal raus. Können gleich mit dem Restholz weitermachen. Aber erst machen wir die doch ran, weil ich weiß gar nicht, wie viele wir noch brauchen werden. Lieber Stück für Stück. Nicht, dass ich noch mehr Holz verschwende, als wie ich es schon getan habe. So, das sieht doch schon echt nice aus, was das hier wird. Okay, so, jetzt gehen wir wieder hinunter. Ich beende die Aufnahme und starte gleich in die nächste Folge. Und ich verabschiede mich für euch und sage danke, bis zum nächsten Mal.